Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mit ein paar Freunden ein Wohnmobil ausgeliehen und wir fahren damit zusammen durch Skandinavien. Und heute haben wir eine Doppelfolge für euch, Freunde. Dominik hat mir Blitze in die Haare reinrasiert, weil ich eine Wette verloren habe. Außerdem sind wir mal wieder stecken geblieben und am Ende hatten wir noch was Kleines zu feiern. Wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit Tag 7 und Tag 8. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Tag 7 heute. Wir fahren heute Richtung Oslo. Es wird sehr, sehr geil. Wir haben heute Big Stuff geplant. Dieser nette Mann auf dem Fahrersitz wird mir heute die Haare schneiden, beziehungsweise genauer gesagt, habe ich die Wette verloren sozusagen. Und zwar, Dominik hat gesagt, wenn ich 20k Subs hitte, muss ich mir Blitze von ihm reinrasieren lassen. Das machen wir heute. Und wir fahren heute quasi Richtung Oslo, was ich gerade schon meinte. Das heißt, wir werden irgendwo in die Wildnis heute fahren. Wir gehen jetzt erstmal noch dick einkaufen, bevor wir uns auf den Roadtrip machen, weil wir brauchen noch ein bisschen Food. Bro, wir haben alle noch nichts gegessen und es ist 15 Uhr. Checkt ihr, dass wir jetzt uns gleich Frühstück holen? Es ist wirklich ganz, ganz übles Ding, Freunde. Hier ist ein Schuh, hier ist fuck diese Koffer, die gleich bei der Fahrt wieder alle umfallen werden. Dann, das ist mein Koffer, der ist aber von Marshall, der ist offen. Digga, da drüben haben wir einfach so diese Campingstühle einfach so reingeballert. Oh ja, dann ist hier noch meine Waschtasche mit einer benutzten Unterhose, Bro. Es ist einfach nur wirklich gottlos. Ey, Miguel, hast du auch schon gemerkt, dass wir so ein bisschen das Schloss hier gefickt haben? Man muss so richtig rütteln, sonst geht der nicht mehr rein und raus. Wir wollen ja heute Abend versuchen, irgendwo in der Wildnis zu campen. Dann ist ganz geil, wenn man ein bisschen Wasser hat. Biggie, 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 can't you see? Sometimes the words hypnotize me. Hey, Freunde, machen wir uns mal auf den ersten Supermarkt. Endlich geht's weiter. Ey, wie war's nochmal? Die mit dem grünen Kopf sind die weiblichen und die mit dem braunen sind die Männchen? Nee, die Männchen sind immer die schöneren. Wenn die grünen Kopf die Männchen sind, ist hier eine ganz schöne Salami-Party, Digga. Er fängt noch mit seinem blauen Flügel. Guck mal, da rechts sind gerade zwei so ein bisschen am Flirten da, die oh, beiden. Oh, shit. Die machen Spaziergang. Oh, er zeigt so seine Crib. Aber okay, sie will aber gehen. Oh, nein! Nein! Kann mir jemand sagen, warum Kevin so am Schwitzen ist? Mann, Digga. Jungs, es sieht nicht aus, als hätte ich Schweiß hier an meinem Pullover. Und warum ist der kaputt? Ja, die schicken uns immer nur die B-Ware zu. Die schicken uns das, was so aussieht, in die Förderbänder so reingeraten ist, da auch bei der Produktion. Ah, das können wir ein paar Blatte schicken, der feiert das. Nein, Mann, der Pulli ist übelst geil, Digga. Digga, stell dir vor, das wäre wirklich so. Und die gucken seit einem Jahr die Streams und lachen sich den Arsch ab, wie du es immer verteidigst. Wenn der wüsste, das ist eigentlich wirklich kaputt. Boah, wir machen jetzt so einen richtig fetten Einkauf, Digga. Einen richtigen Männer-Einkauf. Ganz kurz. Ey, sollen wir so eins mitnehmen? Holy shit. Ist schon witzig. Stell dir vor, wir legen das hinten bei Miguel hin und dann... Ja, okay, lass mitnehmen. Oh, was ist das? Oha! Wow, Digga, ist ja übelst geil. Das machen die Leute aber auch, das habe ich mir abgeguckt. Auch eine Stunde testen. Das Brot ist sehr geil. Sehr geiles Brot. Geil. Hier ist kurz der Beweis, dass ich 1,78 Meter okay, wir können sie halt so fest, ja. 1,78. Boom, auf meinem Ausweis sogar 1,79. Boah, let's go. Perfekt. 80 Euro. Digga, geil. Ey, Chit sagt, wir sollen 2 holen. Die kosten aber 80 Euro, Jungs. Ach, Digga, das sind 8 Euro. Ich hab vergessen umzurechnen. Digga, ich bin komplett delusional. Für mich wäre es gerade okay gewesen, diese Blöcke für 80 Euro zu kaufen. Ich bin komplett out of touch, Mann. Mir geht's gar nicht gut. Ich hab's einfach mitgenommen. Digga, was hast du hier für eine Pyramide aufgebaut? Oder ich hab, guck mal, ich hab alle ganzen Wagen hier drauf geschafft, Alter. Der Kassierer bye, bye. Einfach Gus Finch from Breaking Bad. Dann scheißen wir schön rein in den. Wat? Junge. Unsere Karre wurde angeschissen von Enten. Ich glaube, das war der Typ, dessen Date wir beleidigt haben. Oh, der war sauer. Nein, nein. Und eine Frechheit ist das. Oder war das ein Mensch? Riechst du gerade an der Scheiße? Ich riech da nichts. Sag mal, ob ihr da was riechen könnt. Ich riech da nicht ein das bisschen. Ist, das ist, also der Bait ist so offensichtlich, dass du jetzt den Kopf da reinmachst. Nein, nein, for real. Ich würde es doch nochmal machen. Hier, schau. Ich riech nichts. Ich weiß nicht, ob meine Nase kaputt ist. Da riecht was. Okay, dann ist meine Nase einfach wirklich komplett dumm. Lass uns machen. Einer steht drin, einer tut's rein. Du kleiner. Das ist hier so, so. Und dann habe ich hier so meinen Finger oh, eingeklemmt no. Und bin abgerutscht. Geh mal. Hat es nicht funktioniert? Gott, das war der größte Fehlkauf auf Erden. Habt ihr das Furzkissen drunter gemacht? Genau, das hat nicht funktioniert. Das ist ja der beschissenste Kauf, den wir je getätigt haben. Da merkst du richtig, hat er sich einen halben Tag mal hingesetzt mit so einer Latte Macchiato in der Hand und hat das kurz zusammengekriegt, die Scheiße, Junge, wirklich. Mit so beatbaukasten.de. Ey, wir sind doch schon da, wieso sagt keiner? Krass, hier sieht's echt geil aus. Hey Leute, wir sind da. Alright, jetzt werden meine gottlosen Haare frisiert, Freunde, ich kann's nicht fassen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall die Haare machen, weil die Blitze müssen rein, Bro. You shoot me down, but I won't fall. I am Titanic!
bin nicht vorbereitet. Okay, anscheinend, als wir kurz weg waren, hat man Nick Beats gesehen, Digga. Es wird immer schlimmer, wir bauen immer mehr ab, weil er kommt als nächstes, Digga. In der nächsten Pause kommt Schiff Strobel auf einmal. Ist es die große Wir-Shoutout-ein-kleines-Streamer-Show oder was? Wir schneiden mir jetzt Blitze in die Haare, weil ich gesagt habe, ab 20.000 Subs darf Dominik mir Blitze in die Seiten reinrasieren. Das machen wir jetzt. Ey, guck mal hier, der hat das so, wie du es willst. Digga, oh. Ja. Yeah. Erstmal muss ich dir ganz viel wegrasieren. Doch, Augenbrauen-Cut machen wir auch noch. Nein, machen wir nicht. Nein, nein, Junge, shut the fuck up. Okay, ich meinte gerade, ich mach Augenbrauen-Cut, wenn wir meinen Sub-Record breaken von 21.2. Ihr müsst halt mit diesem Ekelohr hier ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, ja, dass wir das nicht nochmal auffretzen. Sieht es immer noch so aus, als hätten die mir ein neues Ohr angenäht? Ja, ja, komplett. Nimmt das Ohr doch vorübergehend ab, Digga. Das ist jetzt nicht irgendwie so Lego-Baustein-mäßig, dass man das abnehmen kann, Digga. Ey, warte mal, ganz kurz. Warum ist denn hier noch kein Handtuch auf dem Rücken? Ja, das ist doch dein Job. Digga, hä? Du bist doch der scheiß Friseur, Junge. Nein, Handtuch macht der Kunde. Macht einfach in meine Jacke rein hinten, Alter. Ich Digga, wie viel soll ich noch tragen? Digga, ich hab jetzt Haare. Soll ich noch schiefe Ton von Pisa tragen, parallel? Find's auch geil, dass wir für deine Frisur unseren Friseur angerufen haben. Für meine Haare wird einfach Freestyle für no joke 10 Sekunden in YouTube-Video geguckt. Und nicht mal, wie man schneidet, sondern einfach nur, wie man den Blitz reinrasiert, Digga. Manfred das Mammut. Junge, Isa, halt mal dein Maul, Alter. Möchtest du was trinken? Einen Orangensaft, einen Kaffee? Kann ich das anbieten? Miese Übergang mache ich dir, Bruder, ja? Ja, machst du? Okay, meine Seiten sind jetzt vorbereitet. Dominik, mach mir jetzt Blitze rein. Okay, sieht super geil aus bis jetzt. Sieht krass aus, ehrlich gesagt. Andere Seite, Turnaround. So, bitte, wir nehmen den Platz. Der Chat schreibt auf jeden Fall, dass du keine Blitze machst. Also was zum Fick machst du? Holy shit, das sieht crazy aus. Diese Seite, schick die bitte bei Friseurwettbewerb ein. Digga, halt dein Maul. Das sieht ziemlich überscheiße. Mach Foto. Das sieht so ein bisschen aus, als wärst du Cäsar. No okay, joke. Digga, was soll das denn? Was ist das für ein Blitz, Digga? Ich sehe aus wie ein Beyblade, Bro. Ey, das ist ein Blitz, der geht so. Mach nochmal von anderer Seite Foto, bitte. Das ist wirklich eine Frechheit, ne? Digga, was ist das? Digga, da sehe ich aus wie ein Turbo. Alter, ich sehe schon. Digga, willst du sagen, auf der einen Seite sehe ich aus wie ein Beyblade und auf der anderen sehe ich aus, als wäre ein Rasenmäher gefallen. Digga. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Lasst ein Like da beim YouTube-Video. Ich habe mir Mühe gegeben. Okay, mach mir Blitz. Mach dir auch einen Blitz rein. Na, ja, gib dir auch Mühe. Weil ich habe mir ehrlich Mühe gegeben. Okay, ist aber korrekt, das war's. Dann zeig mir, dass du es krass kannst. Okay, ich mach dir auch einen Blitz rein. Sag ehrlich, sieht tausendmal krass aus, als das, was Dominik mir gemacht hat. Okay, ist fertig. Mann, ey, man sieht uns jetzt auch noch von hinten die ganze Zeit, Digga. Oh nein! Bei Dominik einfach diese Zickzack-Schere aus dem Kindergarten, Bro. True. Bastelschere, Junge. Warum hat jemand reingeschrieben, google mal Milka Löffeleier? Digga, wie sehen nicht aus wie die Milka Löffeleier, Junge? Ich sehe aus wie das Löffeleier. Ja, du schon. Du hast Blitze. Okay! Oh, Dominik, red's mal ab! Okay! Ab fucking Like an! Hey, 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 let's go! Ich bin so gespannt, wie es morgen aussieht, wenn wir aufwachen, Digga. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen in der Content-Spirale. Let's go! Oh! Digga, hier ist nur Schnee. Okay, Freunde, ich darf euch unseren heutigen Schlafplatz präsentieren. Hier ist einfach meilenweit nichts. Aber hört euch den, pass auf, hört euch das an. Also, das Schloss ist meines Erachtens nach eingefroren. Ich werde euch demonstrieren, was das Problem ist. Es geht nicht weiter so. Okay, okay. Wenn wir den Schlüssel warm machen, kann er vielleicht das innen drin auftauen. Ich weiß halt nicht, wie pockchamp das für die Versicherung ist, wenn wir jetzt hier so das Schloss machen mit so Feuerzeug. Ich glaube, das feiern die so semi. Ich bin jetzt schon wieder ein Zylinder weitergekommen. Oh, Dominik, du bist der Beste. Komm, zieh. Ja! Zieh. Jetzt musst du nur drehen. Bitte nicht das Schloss ficken, Digga. Ist das dumm, Alter. Shit. Oh, oh, Jungs, Jungs! Oh, let's go! Geil, gute Arbeit, okay, Mann. Das Brennholz ist auf der anderen Seite. Hier sind die Nudeln. Okay. Hey, Jungs! Oh, das ist der dümmste Camping-Trip ever. Jungs, ich bin stuck on God. Du hast Knull gehalten. Meine Strat ist, das Feuer in dem Schnee dahin zu machen, weil da kann nichts passieren. Wir mussten jetzt gerade auf ein anderes Mic switchen, weil unser Mic oben eingefroren sind. Wenn es jetzt nicht brennt, dann müssen wir abbrechen. Das ist so ehrenlos, Digga. Ja. Okay, 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 let's go. Ja! Alle Rockers da draußen, shut Bruder! And you're to blame, darling, you give love. Das war's mit Auftritt, vielen Dank, Leute. Draußen könnt ihr auch meine CD kaufen, wenn ihr Bock habt und habt eine gute Heimfahrt. Ciao. Groß Neues, Alex Hundheit, wünsche ich euch, Leute. Herzlich willkommen im fucking Schneeparadies hier in Norwegen. Alter, ihr seht vermutlich überhaupt nichts, Freunde. Wir fahren auch direkt gleich los. Ey, wisst ihr jetzt? Oh, die Kamera ging auf. Warte, ich mach mit der Nase, dann mach ich ein Selfie.
Ach, keine Ahnung. Oh, jetzt! Warte, wie mache ich ein Foto jetzt? Zieh mal meine Socke aus. Oh, jetzt können wir ein Video machen. Hat Kevin. Hallo Mama, uns geht's gut hier im Wohnmobil. Hallo. Hallo. Du musst dir wirklich gar keine Sorgen machen. Ciao. Ciao. Geil, das ist ein geiles Video geworden, finde ich. Ah, on the road again. Heute bei Tag, Leute, im Schneegebiet. Heilige Scheiße, es ist so crazy hell, Mann. Wow! Wow! Holy. Der Akku ist abgeholt. Holy Alter, Dominik, ey. So krass out of content sind wir jetzt auch noch nicht, Digga. Ja, okay, okay. Ey, hier ist doch perfekt, oder? Hier? Also hier links ist eine Hütte, die sieht aus wie so eine Reception. Die Seitentür nein. ist auf? Bro, nein. Mein Koffer ist doch da. Alles drin. Ey, meine Boxershorts lag hier an der Seite. Die ist weg. Oh ja, dann ist hier noch meine Waschtasche mit einer benutzten Unterhose, Bro. Digga, hier draußen ist Strom, oder? Ich bin der Burnt und steh am Grill. Das Mikrofon. Ey, wir brauchen heute Abend einen Campingplatz mit Strom. No joke. Also, ihr müsst kurz checken, wir haben ja in der Wildnis geschlafen. Unsere Big Power Bank ist auf 6%. Oh, oh! Frontkamera, Frontkamera und langsam fahren. Was sind das, Alpakas? Hallo? Ich bin ein Stadtkind. Mein Chat sagt immer, ich bin ein Stadtkind. Wie geht's euch so? Seid in Minecraft drin? Geht ihr Minecraft? Bro, wir kommen hier on God nie wieder hoch. Oh mein Gott. Sollen wir zu dem gefahren, den du vorgesehen hast? Der war 5 Minuten die Straße runter oder so. Oh nein. Digga, unsere Rückfahrkamera zeigt einfach nichts an. Die ist aber voll mit Schnee. Komm, Bruder, zieh. Schön. Dranbleiben. Du machst es gut, Bruder. Dranbleiben. Come on. Ja, jetzt sind wir richtig gefickt. Ich glaube, jetzt ist Game Over. Bro. Ja, keine Ahnung. Schieb einfach mal vorne. Bro, ich glaube, das bringt nichts, Digga. Der ist komplett gefickt, Digga. Die Leute schreiben Fußmatte drunter. Haben wir eine Fußmatte, Bro? Ja, oh mein Witze. Gott, das ist ja ein insaner Call. Ja. Nein. Ist das dumm. Ich habe gleich das komplette Eis unter dem Reifen weg. Kurze Frage, ja? Meint ihr, wir kriegen vom Ding her die Kaution für den Löffel wieder? Fucking hell. Ey, wollen wir, bevor wir das tryen, bei dieser Nummer da drüben anrufen und den Campingplatz anrufen und fragen, hey, do you got a tractor? We are stuck at your camping place. I know, but we are stuck at your camping place. We thought it was like a public... Was ist Parkplatz? Parking spot. A parking spot, but now we are stuck. I don't understand what you say. That didn't have something with the camping. No. It's We're stuck on a hill. That's the problem. No, so the camping is not open. We have no... Okay, I see. Boah, die konnte noch schlechter Englisch, als ich es konnte. Hey, ich habe hier unten einen Opa gefunden. Ja? Der hat einen Traktor. Ja? Er spricht kein Englisch, aber er meinte, er kommt. Ja! Let's go! Da oben ist Dominik in irgendeiner Scheune, Freunde. Wir haben keinen Punkt, um festzumachen. Aber besser als nichts. Aber vielleicht nur ein bisschen. Vorsichtig. Ein bisschen. Vielleicht. Ja, ja. Do you think it's smart this way or this way? Okay, keine Ahnung, Mann. Stand jetzt, wir waren kurz weg, Internet war kurz weg. Dieser nette Mann neben mir, Dominik Riesnase, hat gerade mit dem netten Mann, der kein Englisch, kein Deutsch und gar nichts kann. Also er war ready, uns rauszuziehen, aber unser Wohnmobil, unser Goofmobil, hat keinen Abschlepphaken. Das ist das Problem, er kann es nicht rausziehen. Okay, pass auf, Abschlepphaken sollte im Bordkasten sitzen. Dort solltet ihr einen Abschlepphaken für vorne sein, den ihr einschrauben könnt. Die Kiste ist in einer Führung und kann, nachdem sie mit dem Knopf links durchdrehen entriegelt wurde, herausgezogen werden. Bro, ein Schraubenzieher oder Löffel? Mein Gott, das ist dumm, Alter. Halbe Escape Room, Bro, ist so. Mann, ey. Wird beim Abschleppen des Fahrzeugs das Abschleppseil oder die Abschleppstange beim Abschleppen des Fahrzeugs nicht an der Weinsberg-Anhängeöse angebracht? Also das Abschleppen des Reisemobils wird wie folgt durchgeführt. Die Anhängeöse aus dem Bordwerkzeug entnehmen und vollständig in die Aufnahme einschrauben. Bordwerkzeug, das sieht so aus. Digga, die armen Leute auch, ne? Stehen da wirklich wie so NPCs. Aber übel nett, übel korrekt von denen, Mann. Ey, Jungs, ich hab vielleicht was. Oh, das sieht gut aus! Jungs! Wir haben es! Okay, Dominik, bring jetzt hier das Ding vorne an, kurz Chat. Oh mein fucking Gott, es geht! Ja! Ja! Digga, was für Ehrenleute. Ey, wisst ihr was? Das war ein Hindernis und wir haben es geschafft. Ich habe 2-3 Nervenzusammenbrüche gehabt, als wir hier unten angefangen haben, das Ding auseinanderzusuchen. Aber am Ende des Tages haben wir es geschafft. Ja, Mann. Das brauche ich gerade.
nicht geblitzt werden, die Nuttensöhne. Wir wurden geblitzt. Man kann unsere Kennzeichen nicht sehen. Jetzt sehe ich nicht, dass wir den Dicken gezeigt haben, Bro. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Das, was ich will, bist du. Oh, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Und unser Campingplatz hat einen richtigen Laden am Eingang mit so einem Restaurant. Oh mein Gott. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht haben die hier nicht voll gekackte Duschen. Digga, unser Chat hat eine Dings aufgemacht. Eine Abschleppfirma, ein Abschleppunternehmen. Auf Google Maps, genau da, wo wir abgeschleppt wurden. 5 Sterne, Kevin ist nervig. 5 Sterne haben mir sehr geholfen, ihn rauszuziehen und danach sogar auch noch mein Wohnmobil. Ich bin überglücklich nach dieser Erfahrung. Alright, Maljo, wir haben jetzt hier den Innendienst oder gehst du raus zu Rätsmann? Gucken ihn dann da unten auf dem kleinen Gasgrill. Der Dominik ist viel zu schnell fertig, ne? Der ist gleich schon fertig, Digga. Wir haben noch nicht mal Wasser zum Kochen gebracht. Digga, warum liegt hier mein Shaving-Gel drin, Junge? Bruder, wirklich dieser Ace. Das ist wirklich der schlechteste Haushalt auf Erden. Verkostung. Ach so, ja, bist du schon fertig? Ja, halt die Würstle halt. Digga, und rein ins Maul. Ich glaube, die Nudeln sind gleich fertig, okay, Bro. Wir haben hier so einen goofy Topf gekauft, und dann kann man direkt das als Sieb benutzen. Das ist übelst geil. Vergiss nicht, ich habe hier immer was fertig gemacht hier, gell? Wow, noch ein paar okay. Buletten noch. Ey, ganz ehrlich, die können wir einfach auch mit reintun. Ich muss auch sagen, die Nudeln hitten anders. Alright, geil. Rätsel, wir sind fertig. Ey, wir haben Sub-Record. What the fuck, bro? Happy Birthday to you! Ey, das Gefühl, freut mich fast mehr als ich. Kevin ist reich! Geil! In dem Sinne, Freunde, wir wünschen euch einen wundervollen Abend. Macht's Danke gut. fürs Einschalten. Und wir sehen uns morgen wieder. Bleibt sauber und bis morgen. Macht's gut. Ciao.